Hallo liebe Zuschauer, willkommen zurück zu Europa Bulliversalis 2 hier auf dem Kanal von Writing Bull. Mein Name ist Zakor, ich bin hier wieder im Kanal mit allen Mitspielern. Jetzt habe ich auch mal wieder die Spielerkarte geöffnet hier. Das sind die alten, wie sagt man, die üblichen Verdächtigen. Wir sehen, wie sie sich schon auf der Welt verbreitet haben. Eine kleine Änderung sehen wir hier, Kroxian hat es aus Sachsen jetzt hier ja fast nach Mong in die Mongolei verschlagen. Er wird die Chagatai, das Chagatai-Khanat spielen. Und ich starte jetzt mal die Uhr. So, und Großbritannien hätte zu Anfang gleich etwas zu sagen. Oh, da lauschen wir gespannt. Also, wir haben uns überlegt, dass es in letzter Zeit ja immer weiter in Mode ist, die Welt zu erforschen und über die ganze Welt verteilt zu handeln. Und wir haben uns überlegt, dass es schädlich ist, wenn bei solchen Konditionen Großmächte quasi frei erlaubt sind, oder es ihnen frei erlaubt ist, die Seegebiete, in denen ihre Schiffe fahren, einfach so zu beanspruchen. Das kann von Handelskonflikten bis hin zu Piraterie und auch zum Krieg führen. Und deswegen haben wir uns überlegt, sollte man die Seegebiete einer Großmacht so einschränken, dass die eigene Seehoheit bzw. das eigene Regnum auf See nur so weit bis vor die Küste reicht, wie ein Kanonenschuss ausfällt, also sprich ungefähr 3 Meilen. Was halten die Herrscher von Europa da von diesem Vertrag zur Stärkung des Handels in der Welt? Besonders wichtig wäre es für Spanien, Frankreich und uns und Dänemark. Ihr wollt eine Regelung zum Frieden auf Kanonenschüsse basieren lassen? Die dienen lediglich als Längenmessung. Die 3 Meilen, wie wollt ihr die sonst messen? Eine Kanonenkugel fliegt nun mal 3 Meilen. Ungefähr natürlich. Eure vielleicht. Wir fliegen eure Kanonen denn weiter? Natürlich. Französische Kanonen sind die besten Kanonen. Also die Ne, spanischen darauf. Kanonen fliegen mindestens doppelt so weit wie die französischen. Das Ich nicht hoffe, darauf. die burgundischen Kanonen. Ich hoffe, die Kanonen fliegen nicht weit, sondern die Kanonenkugeln fliegen weit. Dann habt ihr ein kurzes Vergnügen. Nun, wir haben das Prinzip umgestellt, indem wir die Kanonen umgedreht haben. Also geht euer Seegebiet in euer Land rein, oder was? Nun, mein Herr, nur ernsthaft darüber zu sprechen. Ihr wollt also sagen, dass die französischen Gesetze nur ganz knapp vor der Küste Frankreichs gelten sollen? 3 Meilen sind nicht wenig. Und ich meine, warum sollten die Hochseegebiete nicht international zugänglich sein, um Handel zu erleichtern? Handel, von denen hauptsächlich ihr profitiert. Es ist noch genug Platz auf der Welt. Ja, bin mir nicht so sicher, ob davon nicht letztendlich nur der Brite profitieren wird. Wir werden das Das ist überprüfen eure lassen Ansicht. und euch unsere Antwort dann mitteilen lassen. Wir werden einen Ausschuss bilden und darüber ebenfalls diskutieren. Nun gut, besser als es direkt abzulehnen. Und wir haben einen neuen Herrscher auch in Polen, weil der alte Herrscher kurzfristig indisponiert ist. Vielleicht kann der neue Herrscher, random Name glaube ich, mal seine Politik vorstellen, die er beabsichtigt, als gewählter Vertreter der Großrepublik Polen-Litauen. Da die Republik erst vor kurzem zustande gekommen ist, sind wir noch sehr damit beschäftigt, die internen Streitigkeiten beizulegen, um dann gestärkt als eine Nation, als eine von Volksvertretern gewählte Nation besser nach außen agieren zu können, mit dem Rückgrat des Volkes. Und währenddem ist im Reichstag von Wien der katholische Glauben zum offiziellen Glauben des Heiligen Römischen Reichs erklärt worden. Somit sind die religiösen Konflikte ein für alle Mal beendet. Nun, das wurde auch langsam Zeit. Wird denn jetzt Der König von Spanien ist hoch erfreut über. der Kaiser auch seine Autorität einsetzen, um die
noch nicht katholischen Fürstentümer zu bekehren. Ja, wir werden abermals anfangen, die süddeutschen Länder zu konvertieren. Aber die meisten Andersgläubigen sind Reichsstädte und da haben wir keine Autorität, ihnen was vorzuschreiben. Wie wird denn das in Dänemark und in Burgund aufgenommen? Und vielleicht auch in Großbritannien? Nun, wir haben uns immer in der katholischen Tradition gesehen. Wir haben nur einen etwas älteren Weg genommen, aber prinzipiell waren wir immer treu zum Papst. Von dem her sehen wir da kein Problem. Und sind die Geschehnisse in Deutschland relativ einerlei, aber wenn es für die Stabilität des Reiches sicher ist, dann ist es natürlich besser, wenn dort jetzt wieder ein einheitlicher Glaube herrscht. Nun, um ganz ehrlich zu sein, interessiert uns, welcher Glaube im Heiligen Römischen Reich vorherrscht? Jetzt habe ich gerade gemerkt, dass ja gar keine Musik lief. Jetzt habe ich mal die Musikanten bezahlt, die in der Kneipe neben mir sitzen. Entschuldigung. Jetzt habe ich mich verplappert. Neben mir sitzen. Die spielen jetzt auf. Was spielen Sie denn? Das klingt mir nach Flöte. Ah. Ich hoffe, Sie sind noch in der Lage zu spielen, nachdem Sie dort lagen. Hoffentlich spielen Sie nicht im Suff. Ich kann ja mal gucken, steht hier irgendwo, wie der Titel heißt. Irland heißt der Titel. Es Ach, scheinen also irische passend. Musikanten zu sein. Also, wir haben Sie nicht vertrieben. Meines Wissens nach können irische Musikanten auch mit sehr viel Promille gute Musik spielen. Apropos Vertreiben, wie sieht's mit Orkney aus? Du Hm, geht musst sie nicht. erst noch konvertieren. Ja, da bin ich bei. Wir armen Erstmal Norweger. Und die werden Autonomie nicht vertrieben, sichern. die werden umgesiedelt. Deportiert. Ja. Wir nehmen sie einfach und schieben sie woanders hin. Nicht ins Meer, Das bitte. ist ziemlich richtig. Und es ist ziemlich interessant, dass die australischen Eingeborenen Musketen haben. Wer bewaffnet wohl die Aufständischen? Hat Großbritannien Feinde? Würde irgendjemand Das sind Indios. Eingeborene bewaffnen? Ja, genau, das sind Indios. Was sollte man mit denen? Naja, seinem Rivalen schaden, entsprechend. Ach, das glauben wir nicht. Immerhin wurden da jetzt 200 Briten abgemetzelt in der Kolonie. Vor allem kennt niemand Australien außer uns. Also denken wir einfach mal. Natürlich kennen wir Österreich. Australien. Ja, die Feinde Großbritanniens sind Italien und Burgund. Vielleicht kamen die Musketen ja aus Italien. Nach Australien. Gerade wurde doch über den Freihandel gesprochen. Wir halten das für sehr unwahrscheinlich. Wie sieht es denn mit den Reichsprovinzen aus? Mal die Frage an den Kaiser, denn ich Ja. sehe hier, dass einiges an Reichsprovinzen unter fremder Autorität steht. Sind da Bestrebungen, diese Provinzen wieder zu befreien? Und, wir haben mit Burgund ein paar Abkommen gemacht, dass diese niederländischen Provinzen endgültig aus dem Reich entfernt werden, weil sie auch schon zu lange nicht unter Herrschaft eines Fürsten sind und die polnischen Gebiete,
könnte man höchstens nach dem Ablauf des Friedens zurückholen. Wir haben eine Umfrage in den jeweiligen Landen gestartet und die Mehrheit war für ein Verbleib in Polen-Litauen. Das ist schön. Also wäre es nicht gegen das Volksbegehren. Bis wann war der Frieden vereinbart mit Polen? Das war ja ein... ein besonderer Frieden. 1640, glauben wir. Aus um den Dreh. Der Kaiser weiß nicht mal, wie lange seine Frieden gehen. Ach, bis dahin bin ich eh tot. Besser er weiß es nicht, als Polen weiß es nicht. Die britische Navy bereitet sich übrigens schon mal auf das Schlimmste vor, wenn der große Admiral James W. Thrawn sterben sollte. Ja, solange sie nicht wieder durch die Weltmeere zuckelt während des Krieges und vollkommen nutzlos ist. Naja, aktuell gibt es keinen Grund, Thrawn wieder als Entdecker einzusetzen. Was hört man denn so in Königreich Hannover die Tage? Der Hannoveraner Express schreibt wieder mal über eine zusätzliche Mauersteinreihe im Kölner Dom, die dummerweise wegen schlechten Mörtels wieder runtergefallen ist und dabei ein paar Fußgänger erschlagen hat. Dombaumeister wurde umgehend in den Knast gesteckt und mit Daumenschrauben versehen. Wir haben übrigens auch in letzter Zeit einige Probleme mit dem Kirchenbau. Können wir euch die Dombaumeister schicken? Wenn die was taugen? Also entweder müssen sie Schmerzen ertragen oder sie müssen Dombau können. Nee, wir wollen sie zu euch schicken, damit ihr sie Schmerzen ertragen lasst. Das kann man gerne einrichten. Okay. Gibt es auch andere Menschen in den hannoveranischen Knasten außer Dombaumeister? Derzeit nicht. Wir sind ein ziemlich friedliches Volk mit friedlichen Untertanen. Wir haben fast keine Kriminalität. Großbritannien bieten hier Sultanate aus Indien Bündnisse an, die wir nicht einmal sehen können. Die haben offensichtlich Angst. Angst vor wem? Orissa und Gujarat? Vielleicht vor dem britischen Empire. Deswegen schicken sie uns Bündnisanfragen, genau. Ja, so ein Bündnis ist ja auch verbunden mit einem Nicht-Angriffspakt immer. Hätte der König von Italien Zeit für ein kleines Gespräch mit seinem Verbündeten aus Hannover? Selbstverständlich. Da würde ich gern dabei sein. Könnt ihr da meinen Kutscher rufen? Natürlich. Dann lasst uns doch in die Wartburg fahren. Nun gut, ich hole mal den Kutscher. Kutscher? Ich hoffe, der kriegt die Musikanten auch mit untergebracht in der Kutsche. Sonst ist die Musik wieder weg. Ach, da ist der Kutsche endlich gekommen. Ah, der Schreiberling ist wieder anwesend. Ja, vielen Dank, dass Sie mich eingeladen habt zu diesen Gesprächen. Ja, das ist jetzt natürlich... Da muss jedes Wort wohl gewählt werden, damit die Nachwelt hier kein schlechtes Bild von Hannover bekommt. Gegrüßt seid ihr beide, aber als erstes natürlich an unseren guten Freund aus Italien, den König. Es ziehen dunkle Zeiten auf, deucht es uns. Der Hannover hat wieder mal in seinen Losbeutel geschaut und der Losbeutel sagte, Krieg liegt in der Luft. Ah. Was für ein Krieg ist es diesmal, wenn wir fragen dürfen? Also es wird mit Sicherheit kein Krieg sein, der von uns ausgeht. Aber unsere Spione aus burgundischen Landen berichten, dass der burgundische König ein vielfältiges Bündnisnetz innerhalb des Deutschen Reiches spinnt, was eigentlich nur darauf abzielt, Hannover anzugreifen. Sowohl im Norden wie auch im Süden wurden die Bündnisse geschmiedet, die eigentlich nur ein Ziel haben können, nämlich unsere niederländischen Besitzungen uns zu entreißen. Und um die Position von Hannover zu verbessern,
haben wir über ein Bündnis mit Frankreich nachgedacht, da sie ja auch mit euch verbündet sind. Jetzt wollte ich euch natürlich vorher erstmal fragen, wie denn eure langfristige Planung innerhalb eurer Bündnispolitik betreffs Frankreichs aussehen. Ja, Frankreich ist natürlich ein sehr guter Verbündeter von uns. Vielen, vielen Jahren. Also wir können nur darauf sagen, dass sie immer treu sind. Solange sie natürlich ein Stück von Gund kommen im Krieg. Ja, ich meine, sollte es zu einem Krieg mit Gund kommen und sollten wir ihn gewinnen, wovon wir jetzt mal ganz optimistischerweise ausgehen möchten. Es ist Burgunder, als ob sie gewinnen können. Ja, im letzten Krieg haben sie sich sehr gut geschlagen und sie können auch mit Hilfe ihrer Verbündeten einen Schwarm von Armeen aus dem Reich anfordern. Aber ich gehe natürlich auch davon aus, dass wir einen solchen Krieg gewinnen würden und da könnte man natürlich den burgundischen Weinkuchen gut zwischen uns dreien dann aufteilen. Ja, in der Tat. Denn wir sehen den Burgunder eigentlich nicht als Herrscher an. Er hat nicht meine richtige Kultur. Was ist der denn? Franzose, Deutscher, Niederländer, wir wissen es nicht. Ja, das ist richtig. Wäre es in Ordnung, wenn wir noch den französischen König dazu bitten? Ah, natürlich. Dann werde ich mal schnell den Kutscher holen. Bei der Gelegenheit kann ich ja gleich eine kurze Frage an den italienischen König stellen. Bezüglich Sizilien, sind denn dort inzwischen Pläne erwachsen, um Sizilien wieder aus der Hand der Sunniten zu befreien? Oh, jetzt hängt's hier. Ich hoffe, das war nicht ich. Oh, das war bei mir. Dann muss ich die Folge jetzt leider beenden an dieser Stelle. Bisschen vorzeitig. Das ist wohl ein technisches Problem auf meiner Seite gewesen. Das tut mir leid, dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Wir setzen dann bald wieder hier an.